Hallo und herzlich willkommen zu dem letzten Abend der 10 Tage Gebet. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr live eingeschaltet habt und ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Und freue mich, dass auch ihr jetzt live dabei seid oder später das Video anschaut. Wir haben eine ganze Menge gelernt und ich glaube noch mehr geistlich erlebt in den vergangenen anderthalb Wochen. Und ich denke, das geht euch, die ihr jetzt zuschaut oder später das Video anschaut, ganz genauso. Und heute Abend wollen wir noch nicht den Abschluss haben, den gibt es dann morgen im Rahmen der Predigt im Gottesdienst mit dem Ronny Schreiber, der auch zur Thematik predigen wird. Da freuen wir uns drauf. Aber heute haben wir den 10. Abend und das 10. Thema und es geht im Kontext der dritten Engelsbotschaft. Wir haben ja nun wirklich einige der wichtigsten Punkte der dreifachen Engelsbotschaft uns unter der Lupe des Gebetes angeschaut, um das Volk Gottes, um die Übrigen. Ja, es heißt ja von ihnen, dass dort, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu bewahren. Und was das mit dem Gebet zu tun hat und wie das Gebet uns darauf vorbereiten möchte, das wollen wir heute in den kommenden Minuten uns gemeinsam anschauen. Und wie immer es unsere Gewohnheit schon geworden ist, wollen wir vor dem Thema kurz niederknien, wo es möglich ist, um ein Anfangsgebet zu sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen auch für diesen Abend und für die Gelegenheit, jetzt aus deinem Wort zu lernen. Herr, sprich du zu uns, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und gib, dass unser Glaube gestärkt wird und wächst und wir in unserer Beziehung zu dir wachsen dürfen. Herr, wir möchten dich bitten, dass du alles, was an Gedanken, Emotionen, Umständen uns vielleicht noch hindert, ganz unser Herz aufzumachen, dass du es wegnimmst und dass wir uns jetzt in der Sabbatruhe auf dich besinnen können, auf dein Wort und neue geistliche Kraft tanken können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, 2. Chronik. 2. Chronik, Kapitel 7. Gott hat schon immer gewollt, dass nicht nur Einzelne beten. Er hat schon immer gewollt, dass sein Volk zusammenbetet. In 2. Chronik 7, wir haben am ersten Abend diesen Text gehabt und wollen heute so ein bisschen auch den Bogen spannen. In 2. Chronik 7, da sagt Gott ab Vers 13, wenn ich den Himmel verschließe, so dass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, das sind alles Beispiele für Gerichte Gottes. Und wir haben gesagt, man könnte einige Beispiele in der Bibel für diese Dinge nehmen. Wir denken an Elia, nicht wahr? Wir denken an die Heuschrecken in Joel. Wir denken an die Pest vielleicht sogar in unserer Zeit. Und in jedem Fall wünscht sich Gott etwas. In Vers 14, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Gott wünscht sich, dass nicht nur Einzelne beten, sondern sein ganzes Volk. Am Ende der Zeit braucht es ein Volk, in dem jeder eine echte Gebetserfahrung gemacht hat. Wir haben gesehen, wie die Geschichte der Übrigen nach dem babylonischen Exil sich immer wieder am Gebet festgemacht hat. Ihr erinnert euch an den ersten Abend vielleicht. Daniel hat gebetet und Esra hat gebetet und Nehemia hat gebetet. Am Anfang und mittendrin und bis ans Ende dieses Aufbaus Jerusalems. Aber zu allen Zeiten ist das Thema vom Beten oder das Thema des Gebetes für das Volk Gottes, für die Übrigen wichtig gewesen. Und ich möchte heute mit euch kurz eine Stelle anschauen, eine Geschichte anschauen, in der man sehen kann, welche Rolle das Gebet für die Übrigen hat. Denn wir glauben, dass wir die Gemeinde der Übrigen sind. In Jesaja 36. Jesaja 36 und dort Vers 1. Dort heißt es,
Und es geschah im 14. Jahr des Königs Hiskia, da zog Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas herauf und nahm sie ein. Das war vermutlich eine der größten Katastrophen, die das Volk Israel in seiner langen Geschichte jemals erlebt hat. Die Assyrer auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Weltmacht haben alles beherrscht und waren militärisch überhaupt nicht irgendwie auch nur zu schlagen oder aufzuhalten. Sie kommen nach Juda und nehmen alle Städte ein, die es gibt, bis auf eine. Die kleinen, die größeren, die Dörfer, selbst die zweitgrößte Stadt Lachish wird dem Erdboden gleichgemacht. Nur eine Stadt bleibt übrig. Welche Stadt ist das? Jerusalem. Jerusalem bleibt übrig. Und was meint ihr wohl, wo diejenigen, die übrig geblieben sind, aus Lachish und aus den anderen Orten, wo die hingeflohen sind? Nach Jerusalem. Schon einige Jahre vorher, als das Nordreich Israel von den Assyrern eingenommen worden ist, gab es Flüchtlinge. Und die sind damals in den Süden geflohen, nach Jerusalem. Wir wissen heute aus der Archäologie, dass König Hiskia sogar Jerusalem deutlich vergrößert hat, um all die übrigen aufzunehmen. In diesem Moment, in Jesaja 36, befinden sich alle übrig gebliebenen Israeliten aus dem Nordreich, die damals geflohen sind und jetzt auch frisch aus dem Südreich. Alle, die bisher überlebt haben, alle, die sich retten konnten, alle übrigen befinden sich an einem Ort in Jerusalem. Und diese Übrigen, die noch übrig geblieben sind, auf einem Berg, auf dem Berg Zion, die werden attackiert von der Weltmacht schlechthin, von den Assyrern. Sie befinden sich dort auf dem Berg, wo der Tempel Gottes steht. Wir haben schon gesehen, der Tempel hat etwas zu tun mit dem Gebet, dazu gleich mehr. Und sie werden herausgefordert, ihr kennt vielleicht die Geschichte, ganz bestimmt. Einer der großen Generäle, der Rab Shakeh, der oberste Mundschenk wörtlich, aber ein militärischer General, stellt sich vor Jerusalem auf und beschimpft Hiskia und fordert Gott heraus und attackiert das Volk. Schaut mit mir nur ein paar Verse an in Vers 7. Wenn du aber zu mir sagen wolltest, wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott, ist das nicht der, dessen Höhen und Altäre Hiskia beseitigt hat, indem er zu Juda und Jerusalem sagte, nur vor diesem Altar sollt ihr anbeten. Ihr wisst ja, Hiskia hatte eine Reform durchgeführt. Er hatte den Götzendienst ausgemerzt. Er hatte nur noch die Anbetung Gottes gefördert, wie sie in der Bibel geschrieben ist. Und hier kommt der Rab Shakeh und sagt, ah, ihr mit eurem exklusiven Gottesdienst. Ihr denkt, dass man nur an einer Stelle beten kann und nur an einem Tempel und nur auf eine Art und Weise. Das ist ja lächerlich sozusagen. Wird das in der Endzeit auch passieren? Wird in der Endzeit die Gruppe der Übrigen auch attackiert werden, weil sie so exklusiv nur eine Art der Anbetung an nur einem von Gott geschaffenen Wochentag dazu praktizieren werden? Interessanterweise heißt es in Vers 10, dass der Assyrerkönig selbst behauptet, im Auftrag Gottes zu arbeiten. Nun aber bin ich etwa ohne den Befehl des Herrn gegen dieses Land heraufgezogen, um es zu verderben. Der Herr selbst hat zu mir gesprochen, ziehe hinauf in dieses Land und verderbe es. Werden am Ende der Zeit die Feinde der Übrigen behaupten, im Namen Gottes zu handeln? Werden sie behaupten, dass Gott mit ihnen ist? Werden sie auch von Zeichen und Wundern berichten, von Gebetserfahrungen? Hier werden die Übrigen angegriffen, weil die so exklusiv sind in ihrem Gebet. Und der Feind greift die Übrigen an und behauptet selbst, dass Gott zu ihm gesprochen hätte. Das klingt ja irgendwie nach Weissagung oder Gebet mindestens, oder? Interessant ist, mit welcher Propaganda der Feind versucht, den einzelnen Gläubigen zu erreichen. Schaut in Vers 11, da sprachen Eliakim, Shebna und Joach zu dem Rab Shakeh, rede doch mit deinen Knechten Aramäisch, das war ja damals die Handelssprache, die unter den Diplomaten gesprochen worden ist, denn wir verstehen es und rede nicht Judäisch, also Hebräisch, mit uns vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Was hat der Rab Shakeh gemacht? Ist auf dieses Angebot eingegangen, haben sich im Zelt getroffen und ein bisschen auf Aramäisch verhandelt? Vers 13, und der Rab Shakeh trat vor und rief mit lauter Stimme auf Judäisch und sprach, hört die Worte des großen Königs, von Assyrien.
Die übrigen werden hier Opfer einer gigantischen Propagandamaschinerie. Und die Assyrer waren sehr gut in Propaganda. Das kann ich euch erglauben, kann ich euch erzählen. Aber haben wir heute nicht die Zeit dazu, das im Einzelnen anzuschauen. Aber sie waren Meister darin, mit Bild und Sprache ihre Ideologie in der ganzen Welt zu verbreiten, mit Gewalt durchzudrücken. Und die übrigen werden hier in die Ecke gedrängt. Wisst ihr, was die übrigen auf diese gewaltige Propaganda pseudo-religiöser Attacken geantwortet haben? Was haben sie hier geantwortet, dem Rabschakeh? Nichts. Sie haben geschwiegen. Sie haben nicht zurückgeschimpft. Sie haben nicht zurückprotestiert. Sie haben sich nicht emotional aufheizen lassen. Hiskia hatte ihnen gesagt, haltet still. Auch wenn es so aussieht, als ob die ganze Welt sich gegen euch versammelt, bleibt ruhig und still. Die menschliche Emotion will sich aufregen. Die menschliche Emotion sagt, das darf er nicht sein. Wieso redet er so? Die menschliche Emotion will all die Fehler des anderen aufdecken. Aber das nützt in der Situation gar nichts. Hiskia hatte gesagt, bleibt ruhig. Sagt nichts. Hiskia hatte ihnen vorher etwas Interessantes gesagt. Lasst euren Finger hier in Jesaja und geht mit mir kurz zu 2. Chronik. In 2. Chronik. Und dort Kapitel 32. Da finden wir die Worte, die Hiskia den übrigen mitgegeben hatte, bevor die Krise hereinbrach. Denn man wusste ja, die Assyrer kommen. Man hatte sich versucht, noch so weit wie möglich zu behelfen, aber all das hatte natürlich, alle menschlichen Vorkehrungen waren letztendlich hoffnungslos umsonst. Das heißt in Vers 7, seid stark und mutig. Kennt ihr diese Worte? Das ist das, was Mose schon dem Josua gesagt hat. Seid stark und mutig, was David dem Salomo sagt. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von Assyrien, noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm. Mit uns aber ist der Herr, unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Und so, weil sie wussten, Gott ist mit ihnen, mussten sie nicht der Propaganda antworten. Weil sie wussten, Gott ist mit uns, haben sie sich nicht herausfordern lassen, nicht provozieren lassen, haben nicht Schimpfwort mit Schimpfwort vergolten. Manchmal denke ich, wenn wir in der gegenwärtigen Krise auf die Provokationen, die aus der Gesellschaft, aus der Politik, aus verschiedenen Gruppierungen auf uns einstimmen, in demselben Geist zurückantworten, haben wir dann wirklich verstanden, dass Gott mit uns ist? Die übrigen, die damals wussten, Gott ist mit ihnen, hielten still. Es war eine gigantische Krise. In Vers 16 und 17 heißt es, zurück in Jesaja 36. Jesaja 36, Vers 16 und 17, dort sagt der Rabschakeh, hört nicht auf Hiskia. Mit anderen Worten, verlasst euch nicht auf das, was er gesagt hat. Verlasst euch nicht auf den Herrn. Denn so spricht der König von Assyrien, macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus, so soll jedermann von seinem Weinstock und von seinem Weigenbaum essen und das Wasser seines Brunnens trinken. Der König damals sagt, macht Frieden mit mir und es wird euch gut gehen. Am Ende wird es heißen, Friede und Sicherheit. Ja, folgt dem, was an religiösen Gesetzen gemacht wird und es wird euch gut gehen. Wie geht es weiter? Bis ich komme und euch in ein Land führe, das eurem gleich ist. Ein Land voll Korn und Most, ein Land voll Brot und Weinbergen. Er sagt, lasst doch das Land Israel sein, ich bringe euch in ein anderes Land. Da geht es euch gut, da werdet ihr essen und trinken. Aber die Israeliten konnten nicht gehen, denn von wem hatten sie dieses Land bekommen? Das war das Land, das Gott selbst ihnen gegeben hat. Es war ihre Identität. Ein Kompromiss mit dem König von Assyrien einzugehen, würde bedeuten, die Grundpfeiler, die absoluten Fundamente ihrer Identität aufzugeben. Und das wird von uns am Ende gefordert werden. Die Endzeitkrise handelt nicht von einer Nebensächlichkeit, die aufgebauscht wird, wie jetzt momentan. Die Endzeitkrise handelt von wirklichen Fundamenten der Identität der Übrigen, dem Sabbat, dem Heiligtum, der Wiederkunft, den großen Themen der Bibel. Dazu werden wir aufgefordert werden, diese aufzugeben. Und die Übrigen, hier,
werden aufgefordert, ihre Identität aufzugeben. Damit es ihnen gut geht, damit sie essen und trinken können, kaufen und verkaufen können sozusagen. Was ist die Reaktion von Hiskia? Schaut mit mir in Jesaja 37 und ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt schon, bevor diese Krise eintritt, uns aus dieser Geschichte Hoffnung und Trost und Mut ziehen, um zu wissen, wie wir reagieren müssen, wenn die Szenen aus Offenbarung 13 sich in Fülle vor uns entfalten. Schaut, was passiert. Ich glaube, diese Geschichte ist ein echter Typus auf die Endzeit. In Jesaja 37 und dort ab Vers 1. Und es geschah, als der König Hiskia dies hörte, da zerriss er seine Kleider, hüllte sich in Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Was ist das Haus des Herrn? Das Heiligtum der Tempel. Und er sandte Eliakim, der über den Palast gesetzt war. Übrigens, was macht man im Heiligtum? Wofür ist das Heiligtum da? Haben wir schon gelernt. Das ist der Ort des Gebetes. Dorthin sollen die Gebete gehen, oder? Und er sandte Eliakim, der über den Palast gesetzt war, und Schebna, den Schreiber, samt den Ältesten der Priester in Sacktuch gehüllt, zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Er geht in den Tempel. Er fragt den Propheten. Er fragt den Geist der Weissagung. Vers 3, und sie sprachen zu ihm, so spricht Hiskia, das ist ein Tag der Not und der Züchtigung und ein Tag der Schmach, denn die Kinder sind bis zum Durchbruch gekommen. Aber das ist keine Kraft zum Gebären. Das war damals eine große Notlage. Damals gab es keine Krankenhäuser. Es gab keine Instrumente, um in solcher Notlage zu helfen. Wenn es keine Kraft mehr gab, starb das Kind. Übrigens, sagt Gott in Jesaja 66, Vers 9. Ich lese es euch vor, ihr könnt den Finger hier lassen. In Jesaja 66, Vers 9. Sollte ich bis zum Durchbruch bringen lassen und doch nicht gebären lassen? Spricht der Herr. Bei Gott ist die Kraft. Und so wendet sich Hiskia jetzt an den Jesaja. Und schaut mal in Jesaja 37, Vers 4. Vielleicht wird der Herr, dein Gott, die Worte des Rabschakeh hören, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen, und wird die Worte bestrafen. Übrigens heißt es nicht, dass am Ende das Tier Lästerungen haben wird. Nicht wahr? Wird es nicht Gott lästern durch das, was es sagt und tut? Die der Herr, dein Gott, gehört hat und die wird die Worte bestrafen, die der Herr, dein Gott, gehört hat, so lege doch Fürbitte ein für den was? Für den Überrest, für die Übrigen, der noch vorhanden ist. Bete für die Übrigen. Hiskia hatte versucht, Allianzen mit Ägypten einzugehen. Das war gescheitert und Jesaja hat ihn vorher dafür getadelt. Hiskia hatte versucht, die Mauern zu verstärken, ein Wasserreservoir anzulegen, aber er wusste, all das nützt nichts, als die Assyrer vor der Tür standen. Wusste, es gibt nur eine Hoffnung. Wir müssen beten. Vielleicht denken wir heute, wir können irgendwie uns menschlich vorbereiten, wir können uns schon Sachen zusammenlegen, wir können hier vielleicht politisch dies oder jenes bewirken. Wenn die Krise, wie sie in Offenbarung 13 steht, kommt, wird nichts mehr funktionieren, was menschlich möglich ist. Wir sollten lernen, jetzt schon auf das Gebet zu vertrauen. Hiskia sagt, bitte doch für die Übrigen. Und das macht Jesaja. Jesaja betet, gibt ihm eine gute Botschaft, gibt ihm eine Hoffnung. Aber der König von Assyrien lästert weiter und schickt ihm noch einen Drohbrief. Und jetzt passiert was Interessantes. Schaut mit mir in Jesaja 37, Vers 14. Hiskia empfängt diesen Drohbrief. Und was macht er jetzt in Vers 14? Er hatte vielleicht gehofft, dass durch die Gebete von Jesaja alles sich sofort in Wohlgefallen auflöst, das Problem löst. Aber das war noch nicht passiert. Jesaja hatte gebetet. Jesaja hat ihm eine gute Botschaft gegeben, eine Zuversicht, eine Hoffnung, eine Verheißung. Aber das Problem war noch nicht gelöst. Hiskia nimmt diesen Drohbrief von Sanherib in seine Hände. Vers 14. Als nun Hiskia den Brief aus der Hand der Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn. Da war er schon mal, oder? Aber was macht er jetzt? Und Hiskia breitet ihn aus vor dem Herrn und Hiskia betete vor dem Herrn. Was hat er vorher gemacht? Er war vorher in Vers 4 zum Heiligtum gegangen und hatte was getan. Er hatte zu Jesaja gesagt, bitte bete für uns. Und Jesaja hatte gebetet, eine gute Botschaft gegeben, aber das war noch nicht die Lösung des Problems. Die Lösung des Problems ist nicht, wenn ich sage, lieber Pastor, lieber Gemeindeleiter, lieber Evangelist meines Vertrauens, lieber Freund, bete für mich. Viele Menschen fragen mich, dass ich für sie beten soll. Und das tue ich gerne, aber ich sage ihnen immer, es ist besser, wenn du selbst betest. Weil ich bin so vergesslich, ich werde es vergessen.
Ich kann gar nicht für alle Menschen beten. Manchmal denken wir, ein Gebet wird deswegen erhört, weil Schwester Y betet, weil ihre Gebete werden erhört, oder? Sie ist so eine richtige Beterin. Oder wenn die dort im Gebetskreis dafür beten, dann haben wir gute Hoffnung, dass es erhört wird. Aber nein, die beste Hoffnung, dass dein Gebet erhört wird, ist, dass du selbst betest. Niemand kann dein Gebet so gut vor Gott bringen wie du selbst. Das ist doch dein Gebetsanliegen. Nun versteht mich nicht falsch, wir sind dankbar für jeden, der für uns betet. Fürbitte ist ein großes Thema in der Bibel, ich will gar nichts dagegen sagen. Es war gut, dass Jesaja gebetet hat. Wir sollen füreinander beten, die Bibel ist voll davon. Aber es reicht nicht, wenn andere für mich beten. Es reicht für meine Erlösung nicht, wenn meine gesamte Gemeinde für mich betet und ich es selbst nicht tue. Das Gebet anderer ist eine große Kraft, aber die entscheidende Kraft liegt darin, dass ich selbst bete. Und ihr Lieben, keine Gemeinde, weder hier in Stuttgart-Wangen, noch irgendwo sonst in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz oder sonst wo, wird jemals geistlich vorankommen, wenn sie sich darauf verlässt, dass ein paar Leute am Gebetskreis für sie beten. Wir müssen alle beten. Jeder Einzelne. Und seine Anliegen vor Gott ausbreiten. So wie Jesaja diesen Brief nimmt und ihn ausbreitet und sagt, schau mal hier, was der Sanherib sagt. Schau es doch an. Bitte hilf uns. Wenn wir unsere Probleme, unsere Sorgen, unsere Schwierigkeiten aus unserem Privatleben, aus unserem Familienleben, aus der Gesellschaft nehmen, aus dem Gemeindeleben und sagen, schau mal Gott, schau doch mal, wie es hier ist. Siehst du das nicht? Bitte hilf uns. Antworte. Und dann betet er in Vers 16, O Herr, der Herrscher, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, neige dein Ohr und höre, tue deine Augen auf, O Herr, und sieh. Als ob, ihr wisst, Gott, er weiß ja, Gott hat es gesehen, Gott hat es gehört, aber er legt es ihm vor und sagt, du musst jetzt helfen. Was macht Gott? Als Gott das aufrichtige, ernste, ehrliche Gebet dieses Mannes hört, sendet ihr ihm nicht nur eine gute Botschaft. Er sendet noch in derselben Nacht einen Engel und 185.000 Assyrer sterben in der Nacht. Ein Engel besiegt die Weltmacht Assyrien buchstäblich über Nacht. Das Problem ist über Nacht gelöst. Die übrigen sind befreit. Wusstet ihr, dass Gott auch die übrigen am Ende der Zeit in der Nacht erlösen wird? So plötzlich, so unerwartet, so befreiend, dass man es kaum fassen wird. In Jesaja 37, Vers 31 und 32. Vers 31 und 32 dort steht, und was vom Haus Juda entkommen und übrig geblieben ist, die übrigen, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen. Die übrigen waren in Jerusalem und jetzt, wo sie befreit sind, würden sie das Land wieder bewohnen. Und Entkommene vom Berg Zion, der Eifer des Herrn, der Herrschern, wird dies tun. Eine interessante Phrase, die noch einmal in Jesaja vorkommt, nämlich in Jesaja Kapitel 9, wo es heißt, dass ein Kind uns geboren ist. Nicht wahr? Ein Kind ist uns geboren und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Heißt am Ende, der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Um deutlich zu machen, dies war eine Erlösung. Kennt ihr noch eine Geschichte? In der ein Engel von Gott gesandt ausgeht und in der Nacht Menschen tötet? Beim Auszug aus Ägypten, oder? Nun, das war nicht der Auszug aus Ägypten, das war genau so eine Erlösung vor dem Feind durch einen Engel, der die Feinde tötet, so wie damals ungefähr 800 Jahre noch was, mehr, ungefähr 800 Jahre zuvor oder 750 Jahre zuvor, als der Engel Gottes ausging und die Ägypter tötete. Es war genauso eine Erlösung wie der Auszug aus Ägypten. Und genauso wird auch es am Ende der Zeit eine echte Erlösung sein, wenn die Mächte aus Offenbarung 13, vor der wir in Offenbarung 14 gewarnt werden, durch Gottes Wirken besiegt werden. In der Schlacht von Harmageddon. Und was ist die Aufgabe der Übrigen? Auf der Mauer zu stehen und sich gegenseitig zu erzählen, wie böse die Assyrer sind und alle Gräueltaten aufzuzählen? Nein, die Aufgabe des Volkes Gottes ist es, zusammenzukommen und zu beten, bis etwas passiert.
In dem Glauben, dass Gott stärker ist als die gesamte zusammengerottete Armee Assyriens. Dass Gott stärker ist als alle Nationen. Selbst wenn sich alle Nationen gegen Gott versammeln werden. Sagt Psalm 2, lacht Gott nur darüber. Gott ist mit Abstand stärker als alles Menschliche, was ich gegen ihn verschwören könnte. Wisst ihr, im Buch Joel ist diese Geschichte, glaube ich, wiedergespiegelt. Als wir damals vor 3,5 Jahren oder 4 Jahren das Buch Joel hier studiert haben, da war mir das noch gar nicht so klar, muss ich ehrlich sagen, wie sehr das Buch Joel eigentlich mit dieser Geschichte hier zusammenhängt, dieser Geschichte von Sanherib und Hiskia. In Joel Kapitel 2, da wird ja berichtet von Joel von dieser Armee der Heuschrecken. Und es sieht so aus, dass es eine Korrelation gibt zwischen den Heuschrecken und den Assyrern. Auf jeden Fall wird auch dort gesagt, dass in Jerusalem ein Gebet stattfinden soll. Vers 15, Kapitel 2. Stoßt in das Horn in Zion. Heiligt ein Fasten. Beruft eine allgemeine Versammlung. Versammelt das Volk. Heiligt die Gemeinde. Bringt die Ältesten herbei. Versammelt die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam geht aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Die Priester, die Diener des Herrn sollen zwischen der Halle und dem Altar weinen und sagen, Herr, habe Mitleid mit deinem Volk und gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis, dass die Heidenvölker über sie spotten. Warum soll man und den Völkern sagen, wo ist nun ihr Gott? Ein Aufruf zum Gebet, ein Aufruf zum Fasten. Das Volk soll zusammenkommen. Schaut mit mir in Joel 3, Vers 5, wir sind gleich am Ende angelangt. In Joel 3, Vers 5, dort heißt es, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft. Was hat 2. Chronik 7 gesagt? Und wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, erlöst werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. Nicht in Lachish, nicht im Nordreich Israel, nicht in Samaria, nicht in den anderen Städten. Die werden alle zugrunde gehen, aber dort, wo der Tempel ist, dort, wo die Übrigen sich versammeln werden, dort werden sie gerettet. Die Übrigen bleiben bestehen und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat und bei den Übriggebliebenen, die der Herr beruft. In Offenbarung 14 finden wir direkt nach diesem schrecklichen oder diesem dramatischen Kapitel, besser gesagt, Offenbarung 13 mit dem Tier und dem zweiten Tier und dem Bild des Tieres und dem Mahlzeichen, Todesbefehl, nicht mehr kaufen noch verkaufen. Direkt im Kontext dieses massiven Angriffes der modernen Assyrer sozusagen. Der Mächte aus Offenbarung 13, der katholischen Kirche, den USA, dem abgefallenen Protestantismus, die im Namen Gottes lästerliche Dinge tun werden und Gottes Volk bedrängen werden, ihre Identität aufzugeben. Und dann heißt es in Offenbarung 14, Vers 1, inmitten dieses Angriffes, und ich sah und siehe das Lamm. Wer ist das Lamm? Jesus. Stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben, so wie damals zur Zeit der Assyrer die Gläubigen übrigen in Jerusalem gerettet wurden. So werden alle, die auf dem Berg Zion bei Jesus sind, gerettet werden. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, betet. Was haben sie mit dem Namen gemacht? Sie haben den Namen so ernst genommen, er steht sogar auf ihrer Stirn. Sie kennen Gott. Sie kennen sein Wesen, sie kennen seine Person. Sie haben mit ihm geredet, Tag für Tag. Gott ist für sie nicht nur der, den man anzapft, wenn man Probleme lösen muss. Gott ist für sie ein Freund, mit dem sie alles teilen, alles besprechen. Und deswegen wissen sie, selbst wenn die Welt sich gegen uns verschwört, Gott ist real, er steht mit uns und wir müssen nicht mal ein Wort auf die Attacken antworten. Gott wird einschreiten. Zum Schluss, in Offenbarung 12, Vers 17 wird über die Übrigen gesagt, dass Satan sie attackiert in einer besonderen Art und Weise. In Offenbarung 12, Vers 17 heißt es, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den Übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Auf wen hat es der Satan abgesehen? Auf Jesus. Oder auf die, die Jesus wirklich folgen und so glauben, wie Jesus geglaubt hat, oder? Hat es nicht auf die abgesehen, die Gottes Gebote folgen und befolgen, und zwar alle 10 und nicht nur 9 oder 8?
Hat es nicht besonders auf die abgesehen, die das Zeugnis Jesu, den Geist der Weissagung haben? Und ihn nicht nur in den Bücherschränken haben, sondern lesen und anwenden, gegen die kämpft der meisten. Es sollte uns nicht verwundern, dass der größte Kampf, den der Satan kämpft in dieser Zeit, der Kampf ist gegen bibeltreue Mitglieder der Adventgemeinde. Das ist der größte Kampf, den er kämpft. Nicht gegen die Regierung. Nicht gegen die, die ohnehin nicht mehr an die Bibel glauben. Nicht gegen die, denen die biblische Botschaft mehr oder weniger egal ist, weil sie machen, was sie wollen. Die hat er schon in seiner Tasche. Und sie können nur gerettet werden, wenn sie umkehren von ihren Wegen. Der Satan kämpft gegen uns, wenn wir es ernst meinen. Der Kampf ist real. Und was ist die Antwort? In Epheser 2, das ist der letzte Text für heute, Epheser 6. Was ist Gottes Antwort? In Epheser 6 und dort Vers 11, ab Vers 11 heißt es, was sollen wir tun, wenn der Satan gegen mich kämpft, gegen uns als Gemeinde kämpft? Was sollen wir tun? Was musste Hiskia tun? Er musste beten. Epheser 6, Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Wenn der Satan die übrigen attackiert, was meint er wohl, was die übrigen anziehen sollten? Wäre es nicht fatal, wenn wir uns zu den übrigen zählen und die Waffenrüstung Gottes vergessen? Wenn wir schon wissen, dass der Satan gegen uns kämpft? Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen, gegen die kämpfen wir. Und deswegen sagt der Paulus, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt, so steht nun fest. Was hat Hiskia gesagt? Seid stark und mutig. Steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ist das, was ich sage, was ich glaube, was ich denke, wahr? Ist es wirklich wahr? Oder denke ich mir es nur aus? Und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, behütet die Gerechtigkeit Jesu mein Herz. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Bin ich bereit dazu, anderen Menschen zu sagen, dass Gott Frieden mit ihnen machen möchte? Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wenn der Satan mich auf irgendeine Art und Weise attackiert mit Zweifel und mit Niedergeschlagenheit und mit schlechten Gedanken, kann ich dann sagen, es steht geschrieben. Ich glaube, dass Gott das Beste für mich möchte. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, nicht wahr? Die Bibel, mit der wir wissen können, was Gott möchte. Und jetzt kommt es Vers 18. Wie sollen wir diese Waffenrüstung benutzen? Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet. Wozu brauchen wir die Wahrheit und den Helm und das Schwert? Wir brauchen es, um zu beten. Zu beten. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. In aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ihr Lieben, könnt ihr sehen, was die Übrigen am Ende ausmacht? Die wahren Übrigen sind die, die so viel gebetet haben und so ernst gebetet haben und so unablässig im Gebet waren, dass sogar der Satan sie nicht von Jesus trennen konnte. Nicht, weil sie so viel Recht hatten und nicht, weil sie sich so gut gefühlt haben, sondern weil sie so viel gebetet haben, dass jeder Angriff des Satans am Ende durch Gott abgewehrt werden konnte. Weil sie so eng im Gebet mit Jesus verbunden waren, dass nichts sie von Jesus trennen konnte. Ihr Lieben, ich wünsche mir eine solche Gebetserfahrung. Und zwar nicht nur 10 Tage lang. Was sagt der Paulus? Indem ihr alle Zeit betet. Wollen wir uns nicht vornehmen, dass 2022 nicht nur beginnt mit einer Gebetszeit, sondern dass die 10 Tage Gebet nur der Anfang sind einer tieferen Gebetserfahrung für mich persönlich, für mich Christopher und für euch, die heute hier seid und dir jetzt live zuschaut oder später das Video anschaut. Eine höhere, eine tiefere Gebetserfahrung, die so stark ist, dass selbst wenn der Satan die ganze Welt gegen die Wahrheit zusammenruft, wir nicht Angst haben müssen,
sondern aufgrund des Gebetes wissen dürfen, es gibt einen Größeren, der mit uns ist. Das sind die wahren Übrigen. Daran wird man sie erkennen. Und ich möchte Teil davon sein. Du auch? Ihr Lieben, jetzt seid ihr wieder dran, wo immer ihr seid, zu Hause. Ihr könnt euch wieder einschalten in die Zoom-Meetings, die Bibelkreise, Hauskreise, wo immer ihr jetzt betet, zu Hause im Familienkreis, für euch alleine. Wir werden hier jetzt gemeinsam beten. Wir freuen uns, dass ihr diese 10 Tage mit uns verbracht habt und laden euch ein, morgen Vormittag einzuschalten zur Predigt mit Ronny Schreiber, wo wir das Thema noch einmal aufgreifen werden. Bis dann wünsche ich euch Gottes reichen Segen und viel Freude an diesem Sabbat. Gott sei mit euch. Amen.